und herzlich willkommen in Monis Bastelzimmer. Ja, hier habe ich zwei kleine Schächtelchen, das sind so Schiebeschachteln. Und wenn man hier aufschiebt, kommt ein silbernes Teelicht raus, passend zu dem silbernen Herz. Und wenn ich hier schiebe, kommt ein Glückskäfer, Schokoladenglückskäfer raus. Ja, das sind einfach mal schnelle Ideen. Vielleicht braucht es ja nur was für Silvester, für einen Silvestertisch. Und ja, dann könnten wir die schön auf den Tisch legen und ja, kann die Gäste überraschen. Oder ihr könnt es natürlich auch so basteln und vielleicht jedem so einen kleinen Glückskäfer schenken oder eben ein Licht für Silvester. Ja, ich zeige euch das jetzt. Wir brauchen den Papierschneider. Dann brauchen wir ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier schwarz in den Maßen 8,2 x 8,2 cm. Und das falzen wir uns ringsrum bei 2 cm. Also alle vier Seiten ringsrum falten. Dann ist es schon der Boden. Und dann haben wir noch ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier Grundweiß in den Maßen 4,2 x 14,4 cm. Ich schreibe euch, wie gesagt, immer alles unten rein. Und das falzen wir uns bei 2,1, 6,5, 8,6 und 12,9. So, dann haben wir nämlich den Umschlag auch schon. Ich muss das zur Seite legen. Das falze ich mir jetzt gleich einmal nach. So. Und den Boden, da schneiden wir uns die vier gegenüberliegenden Seiten ein. Dass man schöner kleben kann, dass man da keinen Überstand hat, schneide ich ja immer so kleine Dreiecke raus. So. So. Gut, dann falzen wir uns den einmal nach. Und dann klebt man auch schon zusammen. An den vier Klebelaschen den Kleber drauf. Kurz festhalten. Und dann die Banderole rum. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich es mir hier so rumlege. Gebe mir hier den Kleber drauf und schaue, dass ich es mir hier bündig kurz festhalte. Und dann versuche ich gleich aufzuschieben, dass es sich schön locker aufschieben lässt. Und dann lege ich es mir hin oder hebe es mir einfach und ja, halte es mir kurz fest zum Kleben. Und dann schiebe ich es mir wieder rein. Also es passt so und eigentlich so auch von der Seite. Das ist eigentlich ganz egal, weil es ja quadratisch ist. Ja, dann ist es schon fertig. Man könnte jetzt hier noch einen Spruch drauf machen, ist mir jetzt eingefallen. Den müsstet ihr euch halt dann vor dem Kleben bestempeln. Ja, ich habe mir jetzt hier schon den Marienkäfer vorbereitet. Ich habe hier die weißen Punkte einfach mit so einem weißen Stift drauf gemalt. Und hier habe ich die weißen, die Perleneffekte benutzt. Also das geht auch.
kleben wir uns mal den da jetzt drauf mit einem erhöhten. Dann ist praktisch die Schachtel auch fertig. So, das ist die. Und dann habe ich noch größere gemacht mit also einem roten Farbkarton und auch wieder einem schwarzen Boden. Und da habe ich einfach den Marienkäfer die Flügel bestempelt, so wie in dem Stempelset. Also man kann ja die stempeln. Ihr könnt es natürlich auch mit einem weißen Stempelkissen bestempeln. Aber ich habe das jetzt so gemacht. Und ja, aber mir gefallen jetzt die kleineren besser, weil der Käfer ist ja auch hier eigentlich viel zu groß. Aber das waren so meine ersten. Und dann habe ich es nochmal umgerechnet. Und da passt eben sowohl ein Teelicht rein, als auch diese Käfer. Das fand ich jetzt ganz praktisch. Wo ist er? Hier ist er drinnen. Ja, und da habe ich mir gedacht, dann male ich da mal. Wie gesagt, man könnte es jetzt auch noch weiß bestempeln. Das fände ich jetzt, glaube ich, auch ganz schön. Letztes Jahr hatte ich solche Teelichter gefunden. Die gab es jetzt dieses Jahr leider nicht. Und da habe ich dann auch eine weiße Banderole gehabt und da war dann solche Suhrenkäfer drauf. Also da habe ich dann so ein Glanz, so ein besonderes Glanzpapier verwendet und auf das Glanzpapier auch diese Perleneffekte. Das finde ich, sieht auch ganz schön aus. Also da könnt ihr echt variieren. Und dann war eben dieses Teelicht drinnen. Ja, also ein paar Ideen. Ich habe auch noch so ein goldenes Herz. Das fand ich jetzt vom Kontrast her passt ein bisschen besser wie das silberne. Ich habe das zwar nur hinterlegt, weil ja, hat mir irgendwie jetzt auch besser gefallen. Aber ja, also da könnt ihr variieren. Das ist eigentlich auch ganz nett. Das sind meine kleinen Ideen zum Silvester. Das Stempelset ist dieses Flotter Käfer. Da gibt es hier die passende Handstanze dazu. Das Herz habe ich aus dem neuen. Das gibt es hier ab Januar zu bestellen. Das ist dieses Herz. Und das Papier, das Glitzerpapier, ist aus diesem. Das sind die selbstklebenden Bögen in Silber und Gold. Ja, ich hoffe, euch hat meine schnelle Idee gefallen. Vielleicht wollt ihr ja noch ein paar basteln. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.